Moin. Ja, dafür, dass das letzte Video jetzt mal, ne, 4 Wochen bestimmt her ist, bin ich heute aber umso besser vorbereitet. Ich brauche keine Brille suchen und ich habe hier alles fertig liegen. So, machen wir die Larve einer kleinen Libelle, einer kleinen Libelle. Ihr kennt das bestimmt auch als Damselfly oder Damsel Nymph oder Damselpupa. Und das, ja, das machen wir ja heute. Im Grunde genommen könnte das Ganze auch als unter dem Titel laufen: Fliegenbindematerial vom Discounter. Hier habe ich 2 mm starken Kunststoffdraht für einen Rasentrimmer. Da machen wir die Augen raus. Guck mal. So ungefähr ist das Verhältnis. 14er Haken haben wir hier. Und da knipsen wir uns ein kleines Stückchen ab. Wirklich ein kleines Stückchen, Zentimeter vielleicht. Und klemmen das zwischen eine billige Hechelklemme. Also mit den, und dann flemmt ihr die Enden so ein bisschen an. Ach komm, das machen wir hier mal eben. Ich habe ja das Stück abgeschnitten. So, dass das einigermaßen auf beiden Seiten gleich raussteht. Und dann flemmt man das hier so ein bisschen an, macht das nicht zu lange. Ich habe es jetzt hier gerade so schön in grün. Geht lieber öfter mal dran. Weil sonst läuft euch das runter und es wird auch schwarz. So, dann ruhig mal drehen zwischendurch. So, hier seht ihr schon, da war ich vielleicht noch eine Sekunde zu schnell, da zu viel, zu lange dran. Na, man sieht es kaum, aber man sieht es ein bisschen. Es ist dunkel geworden. Ja, und ich finde gerade die grünen Augen, die passen sehr gut jetzt hier zu einer Libellennymphe. So, und dann gehe ich jetzt her und klemme mir das Ganze hier in eine Pinzette ein. Drehe mir das so, dass ich schön drauf gucken kann und erhitze meinen Haken. So, soll schon reichen und versuche das jetzt möglichst mittig hier drauf zu setzen. Und das passt. Momentan wirkt das, die Dimensionen wirken vielleicht ein bisschen unpassend. Die Augen wirken vielleicht ein bisschen groß, sind sie aber gar nicht. Wartet mal ab. So, jetzt legen wir das mal ein bisschen fest hier, das Ganze. Im Grunde genommen, sagte ich vielleicht schon, könnte das sogar unter Fliegenbindematerial vom Discounter laufen. Aber ist nun mal auch eine Fliege, die hervorragend jetzt in die Saison passt. Aber ich meine, was passt jetzt nicht in die Saison, ne? Jetzt haben wir vielleicht mit die Zeit, mit den meisten Möglichkeiten an Fliegenmodellen, an unterschiedlichen Fliegen, die wir nutzen können. So, und dann gibt es eine wunderschöne Marabou-Feder. Da könnt ihr dann, wenn er die dann zusammenfasst, könnt ihr da hervorragend ganz tolle Schwänze für einen Woolly-Bagger rausmachen zum Beispiel. Manchmal haben die dann aber auch hier unten am unteren Ende haben die dann so, ach nee, die sind nicht mehr so schön, sowas hier, ne? Gucken, dass ihr das gut sehen könnt. Das ist wirklich nicht mehr schön. Ist aber zu schade für Abfall und für unsere Damsel. Hier ist das wirklich perfekt, ne? Denn den unschönen Part, den sieht man hinterher gar nicht mehr. Ich lasse jetzt gerne hier hinten raus Hakenlänge stehen. Eine gute Hakenlänge, jo, das machen wir so. Ja, das passt. Muss man noch ein bisschen nach vorne wieder. So. Machen wir mal 2 lose Wicklungen und überprüfen nochmal, die Länge denn so stimmt.
Ja, könnte ein bisschen kürzer sein. Ja, so machen wir das. So, wer jetzt möchte, wickelt zur Beschwerung. Vielleicht noch einen Draht hier hinten mit ein, den er hinterher für die Rippung nach vorne wickelt. Oder er nimmt Kugelkettenaugen. Geht auch. Dann geht's ein bisschen flotter runter. Mir gefällt die aber so. Und ich fange so auch damit. Und deswegen bleibt das jetzt so, wie es ist. Ja, das da vorne möchte ich noch ein bisschen tiefer runter haben. So, hier, das wollte ich weg haben. Verschwendung. So. Jetzt drehen wir unseren Faden wieder. Also wir nehmen jetzt den Drall aus dem Faden raus, um den schön spleißen zu können. Ah, das soll schon reichen. Ja, ein bisschen noch. Und da sind wir wieder. Könnte tatsächlich unter dem Thema Fliegenbindematerial vom Discounter laufen, denn ich nehme hier auch mein selbstgemachtes Dubbing. In Oliv. Da hängt ein bisschen was Pinkes drin, na, das bleibt jetzt. Ich nehme jetzt, lege das Dubbing jetzt so hier rein, dass ich einen konischen Verlauf hier für den Körper hinkriege. Hier ein bisschen dünner, hier vorne ein bisschen dicker. So. Ja, will ich noch ein bisschen höher ziehen hier. So, ja, das soll gut sein. Ja, das könnt ihr von da nicht sehen, wie ich das da reingelegt habe, ne? Dafür ist auch der Ausschnitt zu klein. Und ich möchte das auch gar nicht jetzt hier großartig fluffig haben. Ich habe es ja sonst gerne mal so, dass die Silhouette so ein bisschen aufgelöst wird. Ganze so ein bisschen diffuser wird. Nee, das will ich hier gar nicht. Ich möchte hier eigentlich einen recht klaren Körper haben, aber ihr werdet es gleich sehen. So. Und jetzt geht nicht zu weit nach vorne. Jetzt tricksen wir hier ein bisschen. Ja. Können wir noch einen weiter? Ja. So. Und jetzt nehmt ihr. Nehmt ihr. Ich nehme jetzt Antron für Beine und die Flügeldecke. Ihr könnt aber auch. Zeige ich mal, ist mein Antron hier. Das nehme ich jetzt gleich. Lege ich mir doppelt. Und binde das jetzt schon mit ein. Das vereinfacht einfach das Binden, den Bindevorgang. Und das hält. Das hält definitiv. So. Jawohl. So, da sieht man jetzt auch den konischen Verlauf. Und jetzt legen wir das Ganze einmal bis über die Augen drüber. Wartet, ich will hier. So, bis über die Augen drüber. Und legen das hier vorne fest. Zieht hier nicht zu fest dran. An dem Anton. Oder an eurem Fasanenschwanzfeder. Die könnt ihr, die Hecheln könnt ihr nehmen. Ihr könnt ein Stückchen Scatback nehmen. Hier habe ich jetzt den Vorteil, das hättet ihr mit Fasanenschwanzhecheln auch. Wir machen hieraus auch gleich die Beine. Und wenn ihr jetzt mal guckt, dann seht ihr, ich habe hier zwei unterschiedliche Längen. Ja, so kann ich zum einen das Stück, was hier hinterher übersteht, noch gebrauchen für die nächste Fliege. Zum zweiten, ich kann die wunderschön voneinander trennen. Ja, jetzt wandert nämlich das eine Ende hier drunter und wird festgelegt und das andere Ende wandert hier drunter unter das andere Auge und wird festgelegt.
So. Schnappen wir uns die und legen auch hier noch einmal hier vorne fest. Nicht zu doll ziehen. Die Form, die ist ja so schon ganz gut. So gefällt mir das. Setzen wir schon unseren Kopfknoten. Ich würde es auch wirklich so in der Reihenfolge machen. Jetzt den Kopfknoten und hinterher den Überstand für die Beinchen abschneiden. Dann könnt ihr jetzt nämlich, wenn ihr da beim Kopfknoten machen noch ein bisschen was verzogen habt, könnt ihr noch korrigieren. Ihr habt jetzt noch ein Packend an den beiden Antron-Enden. So, beide gleichzeitig hochhalten. So. Und da findet ihr eure Länge, wie die bei euch aussehen, abschneiden. So, jetzt habe ich hier einen Rest. Damit kann ich noch eine weitere Nymphe binden. Kleines wenig nochmal korrigieren. So, jetzt guck mal. Sieht doch ganz nett aus, ne? So haben wir da doch einigermaßen symmetrisch von vorne. Aha, jetzt sieht's, muss ich feststellen, da bei euch aber gar nicht so symmetrisch aus. Wenn ich hier drauf gucke, ist das top. Mal gucken, woran das liegt, dass ich das jetzt noch hinkriege. Also ihr seht definitiv absolut gleich. Mal gucken, vielleicht mit einem hellen Hintergrund. Ah, ja, der helle Hintergrund sollte jetzt mein Päckchen mit den Haken sein. Und habt ihr vielleicht gehört, die haben sich jetzt gerade mal verselbstständigt. So. Mal gucken, ob wir das so hinkriegen. Ja, ne? Ist doch in Ordnung. So. Es gibt bestimmt Leute, die binden viel schönere Damselnymphs als ich. Aber das Ding fängt. Jetzt gehen wir her und verpassen dem noch zur Stabilität. Und auch für die Optik. Ein paar Tropfen UV-Lack. Wer es nicht hat, nimmt Nagellack oder nimmt Sekundenkleber oder Fliegenbindelack. Da gehe ich bis zwischen die Augen mit. Lass das ein Momentchen einziehen. In der Zwischenzeit kann ich meine Spitze hier reinigen. Ob da immer eine Rolle Zewa oder auch mal Toilettenpapier hier stehen. So. Ja, das gefällt mir soweit. Fällt mir gerade noch was ein, das zeige ich euch jetzt mal. Im Übrigen ist das jetzt hier eine Täuschung. Diese Augen, die sind nicht wirklich UV-aktiv. Ja, wenn ich jetzt weiter weggehe, müssten die immer noch leuchten. Ne? Das tun sie aber bei weitem nicht mehr. Das ist einfach transparenter Zeug. Dieser Draht. Und dann scheint das UV-Licht eben von innen auch. Ne? Das kommt bis rein. So, okay. So sieht es jetzt von oben aus. Halten wir noch mal ein bisschen. Mal gucken, da habe ich doch auch noch eine blaue Pappe. Sieht vielleicht auch ganz gut aus. So sieht sie jetzt von allen Seiten aus. So, und bei der Gelegenheit zeige ich euch gleich mal, was ich jetzt noch mit meinem UV-Kleber gemacht habe. Guckt mal hier. Ich denke, da kriege ich so drauf. Ich habe mir so eine Schwimmnudel in der Mitte durchgeschnitten. Immer ein Stück zurück. Und da stecken die UV-Kleber jetzt. Ja, ist zwar ein bisschen verschwommen, aber die stecken da drin jetzt kopfüber. Hat zur Folge, dass ich überhaupt keine Blasenbildung mehr habe. Mal gucken, ich mach's mal kleiner. Vielleicht seht ihr das dann besser. Ja, natürlich seht ihr das jetzt besser. Ja, ein bisschen überblendet. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. So, das schnell wieder weg, so überblendet, wie das ist. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg mit der Fliege, beim Binden wie auch beim Fischen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.